Eine Forschungsexpedition im Nordpolarmeer. Laut den Gründern des Swiss Arctic Project ist es der coolste Ferienjob der Welt. An Bord des Expeditionsschiffs ist unter anderem der Kapitän und Projektleiter Charles Michel. Er sucht für seine Crew gezielt junge Persönlichkeiten, die auf den Klimawandel aufmerksam machen sollen. Die traditionellen Medien erreichen die Jungen nicht mehr und das ist das grosse Problem. Aber ausgerechnet die Jungen müssen die Probleme lösen, die wir ihnen eingebrockt haben, also eine Generation vorher. Ich bin selber Familienvater, wir haben 4 Kinder und es ist doch unsere wichtigste Aufgabe überhaupt, unsere Kinder aufs Leben vorzubereiten und auf das, was kommt. Und genau dem Zweck dient das Projekt. Bewerben können sich Jugendliche im Alter von 16 bis zum 25. Geburtstag. Am meisten Chancen haben die, die auf Social Media stark vernetzt sind und sich für den Klimawandel interessieren. Auf die 5 Auserwählten wartet eine anspruchsvolle Aufgabe. Sie tun Fakten zum Klimawandel, zu dem, was sie sehen, erarbeiten. Sie werden dazu mit Wissenschaftlern vor Ort reden, sie werden mit Wissenschaftlern in der Schweiz reden, sie werden aber auch mit Betroffenen reden und sie werden mit Politikern reden. Und all diese Fakten tragen sie zusammentragen und zu einem Bericht verfassen. Aber viel wichtiger ist in diesem Projekt, dass sie das, was sie erleben, eins zu eins ihren Followern mitteilen. Die Abenteurer sind 3 Wochen entlang der Westküste der Spitzbergen unterwegs. Die Reise an Bord von der MV San Gottardo sei kein Zuckerschlecken. Das hat Eisbären, man muss mit Sicherheit ist ein permanentes Thema und natürlich, es kann einem mal richtig durchschütteln. Durch die Expedition, die auch von renommierten Wissenschaftlern unterstützt wird, sollen die schönen und schützenswerten Seiten der Natur gezeigt werden. Die Arktis ist eine wunderschöne Region. Du wirst eingepackt von Gletschern, von Eis. Es hat eine wunderschöne Tierwelt in der Arktis, als Beispiel die Walross oder die Rentiere. Und weil die sich nicht Menschen gewöhnt sind, sind sie extrem zuträglich. Und das gibt extrem schöne Begegnungen. Bewerben können sich die Jugendlichen über die Webseite swissarcticproject.org. Wer am meisten Stimmen überkommt, darf den Sommer als Klimabotschafter mit in die Arktis.